Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 12. Zweite Folge. Wie geil ist der denn gefallen? Und ja, wir haben ja... Was ist denn das? Kleber. Glue. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Okay, das schmeiße ich mal weg. Scrap Lead, boah, ja nicht. LED heißt es. Ich habe jetzt mal englische Videos geguckt. Das heißt nicht Lead, es heißt wirklich LED. Sterben sollst du, Frau in Rot. Okay, noch so eine... Oh, das war knapp. Und keinen Schuss mehr für dich übrig. Hast du Glück gehabt. Wood Debris. Ah, genau. Richtig. Es ist ja jetzt auch so, wenn man irgendwie was kaputt macht. Sprich, wenn irgendwelche Strukturen einstürzen, also so ein Haus, irgendwelche selbstgebauten Sachen, dann fallen die zusammen. Tape, okay. Und dann gibt es sozusagen Trümmer, die da übrig bleiben. Was waren diese Debris? Debris? Ich glaube, Debris heißt es, ja. Ey. Oh, und man kann nicht mehr durch ein voxelhohe Dinger laufen. Gut zu wissen. Die Axt haut wirklich schneller. Ach, ist das schön. Hallo, Lady da drüben. Ich sehe dich. I see you. Oder Typ. Typ, sagen wir mal eher so. Ja, geh mal weg hier. Oh, oh. Ich kann schon wieder nicht sprinten. Ich bin schon wieder... Alle. Der zischt darum. Gläser. Nix. Ach, das ist alles spannend und neu und aufregend. Also muss ich wirklich sagen, da haben sie einiges geändert. Mining Helm. Nee, Mining Helm. Nein, oh, schade. Mining Helm wäre total toll. Nix. Okay, so, jetzt versuche ich mich mal rüber zum Poppenpilz zu schleichen, ob ich da irgendwie irgendwas sehen kann. Und, nee, da steht auch noch einer rum. Ach so, ein Mist, ey. Noch ein Pfeil. Okay, dann, ich guck mal, ob ich noch ein paar Arrows craften kann. 20 Stück, immerhin, besser als nix. Jetzt ist die große Frage, diese Iron Arrowheads. Da kann ich doch bestimmt eine Mold draus machen, oder? Iron Arrowhead Mold, tatsächlich. Guckt euch das an. Ich kann. Jetzt habe ich wieder abgebrochen hier, verdammt. Da kann ich wirklich eine Mold draus machen und dann. Was herstellen? Ist das toll? Ist das gut? Was ist denn das? Was ist denn hier passiert? Ich glaube, das ist ein Random Gem. Aber guckt euch mal hinten im Hintergrund den Berg an, wie geil das aussieht. Fantastisch. Also ich bin echt begeistert von der Alpha 12. Toll, toll, super toll. Obwohl es hier noch 40 Grad in der Hütte sind. Ich bin gerade wirklich kaputt schwitze. Aber alles gut. Alpha 12 ist da nach langem Warten. Und da werde ich jetzt locker die 1000 Stunden mal irgendwann voll machen. Was haben wir denn da? Duffelbag. Müsste mal, ich habe noch nie geguckt, was das heißt. Ah, okay. Ich weiß nicht, wofür ich den Kleber brauche. Ich weiß, dass ein Shotgun-Pump-Ding total kacke ist. Und machen wir mal so. Tun wir mal so tun. Oh, da liegt ein Kollege rum, der Waffenteile dabei haben könnte. Nein, Book. Okay, lass das Buch mal bei dir sein, mein Freund. Poppenpilz. Born and Noble wäre natürlich jetzt noch besser gewesen. Ach Gott. Ach, wo ich mich gerade hier bekriege mit dem, haben die... Jawohl, die haben ein Quality-System eingeführt für die Waffen. Das heißt, der Bogen hat eine Qualität gerade von 47. Oh, das wird schön. Ey, hör auf, dort alles kaputt zu machen, du Arschi. Wo ist denn hier die Leiter gewesen? Egal. Da wäre sie gewesen, okay. Ich durchwühle jetzt erstmal alles, weil irgendwie... Brass, nee, lasse ich erst nochmal da. Aber die kann ich gebrauchen. Gesundheitstechnisch sieht es nicht so gut aus. Da sind echt viele Viecher drin. Jetzt eine lila Axt, das wäre natürlich der Hammer.
Auger Blade. Okay, machen wir mal so. Der Tausch ist, glaube ich, ganz gut. Oh. Nö. Auch nix. Komm her, Meister. Nein! Aber cool, wie die umfallen. So schön am Rücken, als wäre der gerade von einer Shotgun erwischt worden. Ich bin ja sehr gespannt. Was macht der denn da? Der zappelt ja noch voll rum. Stirb! Meister, die Tür, andere Tür ist offen hier. Der hat voll die Spider-Arme. Seht ihr das? Die sind 2 Meter lang. Oh! Also, da liegt er endlich. Was haben wir da drin noch? So ein Schleichtypen? Ach. Schleichi. Naja. Irgendwie ein Skillbook wäre mal toll, wenn sich mal irgendwie so ein bisschen Progress machen könnte. Aber oh, Wasser. Upsa. Oh Gott, wie ob ich denn schon gestorben? Bier! Ah! Wo kommst du? Guck mal, der ist schneller geworden, der Kollege. Headshot. Und schon wieder Kleber. Ja, der Bier würde ich jetzt mal sehr gerne mitnehmen. Komm, ich schmeiß mal diese scheiß LED-Gewichte weg hier. LED. Mein Gott, ich mache hier schon Unterricht und kann mich selber nicht dran halten. Okay, meine R-Taste funktioniert nicht, deswegen sammle ich nichts ein. Ah. So, Poppenpilz. Ich muss sagen, das ist der. Oh Gott, Baby. Das ist der erste Poppenpilz, den ich finde. So überhaupt in diesem ganzen Spiel. Hab noch nie einen gefunden. Hunger und so weiter sieht gut aus. Dann nehmen wir direkt mal die Vitamine. Dann nehmen wir alles mit hier. Antibiotika. Ja, das ist, glaube ich, am Anfang des Spiels gar nicht mal so scheiße, wenn man direkt Antibiotikum findet. Aber was schmeißen wir dafür weg? Komm, die brauche ich erstmal nicht. Bin ich immer noch infiziert? Bin ich. Dann hauen wir uns die Teile direkt mal rein. Alter Vater, wie viele Regale sind denn hier? Das ist ja der Hammer! Ja, sie ist pillensüchtig, glaube ich, die gute Frau. Guck mal, die Pillensüchtige. Ja, ich will alle Pillen haben. Ja, gib mir. Ich brauche Begatta für mein... Hallo. Hallo. Na, die räumt das Pillenregal leer. Auch im Zombie-Modus ist sie immer noch total süchtig. Nach dem guten Zeug. Ja. Das heißt, wenn man sie anschießt, macht ihr das nichts aus. Oh, fuck. Da kam der böse Henry von hinten, hat uns angehauen. Grain Alkohol? Nein. Schnell, 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 schnell. Poppenpilz. Total toll. Ich nochmal, ob ich irgendwo Antibiotikum. Ein Beaker! Ja, leck's mir auch eine Socken hier. Nehmen wir damit auch eine Krankenschwester. Ich war doch irgendwie klar, oder? Jetzt noch ein Beaker. Nein, schade. Dass meine R-Taste nicht funktioniert, nervt mich gerade richtig. Gibt es hier nicht noch so einen besonderen Raum? Cardboxen. Oh ja, die sind gut. Die Skillbücher. Oh, 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 oh! Guck mal! Lernen. Leder. Aber wenn ich mit dem Ding jetzt zuhauen könnte, wäre auch cool. Okay, reparieren. Ich probiere es einfach mal, ob das noch so funktioniert. Und es scheint zu funktionieren. Jawohl. Super.
Okay, ein paar Sachen haben sich doch nicht geändert, Gott sei Dank. Nee, ich versuche mal durch die Tür zu gehen. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Es ist knapp 11 Minuten rum von dieser Folge und ich klopfe mal einfach weiter drauf rum. Ich glaube, die Pillentoast ist immer noch da. Gucken wir mal eben kurz. Die süchtige Pillenfrau steht immer noch am Regal und labt sich an den köstlichen Speisen. Heilige Scheiße. Wir machen aber das gleiche. Grain Alkohol. Ein Splint. Ach nein. Noch einer. Vitamine ohne Ende. Ein Splint. Nee. Einkaufswagen. Antibiotikum würde ich gerne noch mitnehmen, wenn ich irgendwo eins kriege. Aber ich sehe halt nichts. Nee, wir gehen jetzt weiter. Osten oder Richtung Norden? Wir gehen mal Richtung Osten. Richtung Osten. Boah, ich muss echt aufpassen mit den Kakteen hier. Man kann nicht einfach nur laufen, laufen. Da liegt was auf der Straße. Hunting Rifle Barrel. Ich nehme das mal mit hier. Character. Ziehe ich dem gleich mal das sexy Tanktop. Sieht das scheiße aus. Egal, wir haben ein bisschen was an. Oh Mann. Die laufen irgendwie schneller, habe ich das Gefühl, oder? Irgendwie ist da was anders. Ja, wir treffen nicht mehr. Wüste, 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 nix als Wüste hier. Glas, nö. Ich guck mal durch den Müll, vielleicht gibt es noch irgendwelche tollen neuen Gegenstände, die wir finden können. Nein. Oh, das ist eine Scheune. Und Scheunen sind bekannt dafür. Ich sollte das nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Scheunen sind ja bekanntlich dafür da, dass sie nette Zeitgenossen beherbergen. Wo ist mein Bier? Hatte ich noch Bier? Habe ich das nicht mitgenommen? Doch da. Ich trinke das Bier jetzt vorsorglich, falls ich flüchten muss. Eingefleischte Seven Days to Die Fans wissen warum. Ja, ne, nicht deswegen. Ach, wenn es so ein paar Kriecher sind, ist alles gut. Ja, sag mal. Immer in die Hocke gehen, das funktioniert wahrscheinlich. Habt ihr das gesehen? Der hat den anderen Zombie weggeschoben. Das Rector-System haben sie bearbeitet. Sehr cool. Level 5. Und der letzte. Ach. Nö, das brauche ich nicht. Nein, ich will kein... Oh. Oh, der arme Kerl. Ist hier oben verreckt, ganz allein. Schnell wieder raus. Du
Du kriegst mich nicht. Ja, die haben es ein bisschen schneller gemacht, die Kollegen. Okay, gut. Jetzt muss ich mal ein bisschen sortieren. Ja, das brauche ich nicht. 19.31 Uhr. Ich habe mal gar nicht auf die Zeit geachtet. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen vorbereiten auf die Nacht. Da ist noch ein Gebäude. Die haben wahrscheinlich auch geändert, wie man jetzt, wann die Zombies rennen. Aktuell rennen sie noch nicht. Gute Frage ist, wann rennen die Viecher jetzt? Also irgendwie sind die alle schneller geworden. Das ganze Spiel ist so ein bisschen schneller geworden, habe ich das Gefühl. Nö. Nö. Oh Mann, so viel neue Sachen und erst so wenig entdeckt. Nochmal Kaffee und nix. Fass nehmen wir mit. Öl. Tja. Aber das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um mal die neuen Grafikeffekte zu sehen. Sieht das schön aus. Ich mache mal eben kurz hier einen Screenshot. Ach, herrlich. Das haben sie echt toll gemacht. Aber guckt euch das mal an. Wie viel wir schon erforscht haben. Also da sind wir gestartet gerade. Und das ist alles Wüste bis hierhin. Also ich laufe mal weiter nach Osten. Auch auf die Gefahr hin, dass ich gleich irgendwie sterbe. Beziehungsweise ich crafte noch ein paar Woodframes. Aber das ist echt krass, muss ich sagen. Was ist denn das? Nix. Das wird alles in ein schönes Rot getaucht. Oh oh, Dicker, noch einer. Also noch rennen sie nicht. Wir haben fast 8:30. Okay. Ich frage mich, wann mal ein anderes Biom kommt hier. Bis jetzt ist noch nichts in Sicht. Ein Hunting Knife, das ist mal gut. Oh. Vom Shotgun Parts. Ja, und du hast 59er Quali und der hat 79er Quali. Dann nehme ich doch den, den ich schon habe. Ich werde nie wieder hierhin zurückkommen wahrscheinlich, deswegen lasse ich die Sachen einfach so, wie sie sind und mache sie nicht leer. Moldy Bread! Perfekt. Uhr, die Sonne ist immer noch oben. Diese komischen Flecken am Boden, ich glaube, das sind diese Clay-Vorkommen, die neuen. Das haben sie ja irgendwie abgeändert. Also man findet die nicht immer so unter am Fluss und so. Oh. Und da war aber erstmal vor so einer Hütte. Ah! Verdammt, ich habe ja gar nicht gesehen, Kollege. Fick dich. Entschuldigung, böse Worte. Aber ich bin gerade emotional aufgewühlt. Und das ist noch eine Scheune. Okay. Okay, er funktioniert wieder. Warum auch immer. Hier hat sich doch gerade noch einer gemeldet, oder? Rucksack. Mining Helm, ich glaub's nicht. Pistol Receiver, so, Moment, was? Okay, das brauche ich erstmal nicht. Nee, komm.
Und Frames, ja, liegen am Boden, das habe ich mitbekommen. Wir haben einen Mining-Helm, ist das toll. Nee. Ich hätte gerne die Frames. Ich würde gerne hier rein. Ich glaube, da ist noch jemand drin. Hallo? Ach. Ja, da backt jemand mal durch die Wand. Was ist denn das? Das ist auch neu. Wir haben jetzt 9:30 und die Zombies rennen immer noch nicht. Ich hau da drauf rum wie sonst was. Was haben die alles hier reingestellt? Das ist mal richtig geil gemacht so. Ein Hemd. Nehmen wir. Hier das Tanktop. Gucken wir jetzt mal. Rechte Maustaste. Repair Scrap. Batsch. Ah, dann springt er automatisch ins Crafting-Menü. Ey, das ist ja super. Ja. Was machen wir denn mit dir hier? Irgendwie Strobo-Zombie. Ach, Mist. Okay, da ist eine Scheune. Noch eine Scheune. Aber Vogelnester sieht man auch ganz schlecht jetzt. Ich hoffe nicht, dass da jetzt Hunde sind. Da liegt was. Sieht man ja aus 8 Kilometer Entfernung. Hier ist ein Baumstumpf. Da können wir mal reingucken. Oder? Nö. Wo ist denn jetzt der Sack? Da. Wir haben schon fast alles für den Shotgun zusammen. Pack ich mit dem mal da unten rein. Kann sich doch ein bisschen besser verteidigen, glaube ich. Hallo? Ah! Boah, Mann! Warum sehe ich den denn nicht? Hat er jetzt die Wunde am Kopf gekriegt? Kann das sein? Oder hat er die schon vorher gehabt? Okay, es sind keine Hunde in den Scheunen. Keine Hunde in den Scheunen hier. Das ist schon mal. Okay, komm, stirb! Was? Wie schnell war das denn kaputt? Ich habe mal gar nicht drauf geachtet. Ja, die Alpha 12 ist voller Überraschung. Ich weiß auch nicht, ob sie das mit dem Leveled Loot jetzt gemacht haben. Sprich, dass man erst bestimmte Sachen findet, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat. Echt keine Ahnung. Aber das sieht mal richtig. Oh, guckt. Oh, guckt euch das mal an. So, ausblenden. Ich muss nochmal einen Screenshot machen. Ich brauche jetzt viele, viele Screenshots. Und es ist immer noch kein Ende dieses Bioms in Sicht hier. Ich laufe jetzt einfach nochmal und. Eine Straße. Immerhin. Und da ist ein Prefab. Da könnte eine Forge drin sein. Das ist mein Zuhause für diese Nacht. Die haben die Nacht jetzt sehr realistisch dargestellt. Also sprich, wenn ich glaube, wenn die Sonne jetzt weg ist, dann ist wirklich auch Rennzeit für die Zombies. Ich bin gespannt. Es ist alles neu und da ist noch ein Häuschen. Also in den beiden Häusern werde ich doch auf jeden Fall was finden. Meine Lieben, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt 7 Days to Die in der Alpha 12. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Kollegen hierbei. Oh mein Gott, 5, da hinten ist noch jemand. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir dann gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.